Internet und YouTube zurück bei Street 3. Wir die Schnellreise wieder übersprungen, weil um Aufnahme starten und zweimal Loading Screens. Wir müssen die Position halten, solange es nötig ist. Wenn wir den Feind durchlassen, verlieren wir den Boden, den wir uns hier so hart erkämpft haben. Die Opfer, die eure Brüder gebracht haben, dürfen nicht umsonst sein. Geht jetzt! Tragt die Schlacht zum Feind! Sie sollen den Tag verfluchen, an dem sie uns trafen! Oui, oui! Baguette und Käse! Oder? So, in der Richtung. Komm doch, mein Freund! Und im rechten Moment, um Zeuge unseres glorreichen Sieges zu werden. Lass mich nichts tun. Bastard! Er taucht auf mitten in unseren Vorbereitungen und übernimmt die Führung. Schreit alle an, sie sollen vorrücken und verschwinden. Und ich soll wieder alles richten. Wo kommen die denn her? Sagt allen, dass wir uns zurückziehen! Alle mal zu mir! Jetzt! Jetzt! Ich halte das Gebiet, während ihr sie in Sicherheit bringt. Ich alleine? I don't think so. Ich gebe euch meine besten Soldaten als persönliche Wache. Sie würden wirklich alles tun, um euren Sieg zu sichern. Bonne chance, mon ami. Oh oh. Danke, Jungs. Ihr seid tot. ganz kurz mit einer... Zwei Trupps mit einer... Ihr schießt doch auf die Dinger, oder? Ihr schießt doch auf die da hinten, oder? Wir schlagen sie doch noch zurück. Vorsicht, Vorsicht! Jetzt wird's eng. Hab ich daneben? Oh mein Gott! Die Patrioten werden sterben. I am very sorry. I don't know how to... Oh, hier drüben sind auch noch welche. I don't know exactly how to do this. I'm very excited about this. Maybe I can do this in between. We will survive. Hey, hey. Die Patrioten gehen alle drauf mit der Zeit. Das schaffe ich wieder mal nicht. Das wird sie aufhalten. Hier da drüben geht's auch noch immer rund. Okay, ich muss unbedingt mehrere Doppelte töten im nächsten Mal. Wir schlagen sie doch noch zurück. Schade, das wird nichts. Das verschafft uns mehr Zeit. Habe ich was in die Mitte getroffen? Das wird knapp. Das schaffe ich nicht. Scheiße. Wir schlagen sie doch noch zurück. Das war Wir haben nur wenig Munition. Knapp. Der Feind rückt vor, Sir. Dann ziehen wir uns zurück, stoßen zu den anderen und sichern ihren Kopf. Das war verdammt nochmal knapp. Rückzug! Brauche ich ein Pferd? Rückzug!
brauche ich einen Ab Vorsicht! Lass die Rotröcke nicht feuern! Zurück zu den anderen! Ich erledige das! I have no time to lose. But I think I need my Pferd jetzt wieder. Ich kann das alleine. Whoopsie. Alles klar, mein Freund? Nee, ihr habt nichts vor mir. Wir müssen etwas tun, und zwar schnell! Achtet nicht auf die Rohrdrücke! Geht zu den anderen! Ich hab nicht mehr viel Zeit! Muss ich ehrlich sagen! Lass mich dorthin! Oh, okay, danke schön. Vielen Dank für die Muskete. Vielen Dank. Wie lieb von dir. Ihr habt heute viele Leben gerettet. Und viele getötet. Connor? Charles Lee hat dich verraten. Er erzwang einen Rückzug mitten in der Schlacht in der Hoffnung, die Niederlage kostet deine Männer das Leben und dich das Kommando. Was? Ich bin sicher, du wirst ein Märchen von ihm hören, dass er in Unterzahl war. Oder dass es an mir lag. Alles Lügen. Ich sage es dir ein letztes Mal. Dieser Mann ist dein Feind. Und er wird nicht ruhen, bis du tot oder entehrt bist. Connor könnte recht haben. Lee verhielt sich wirklich äußerst merkwürdig auf dem Schlachtfeld. Ich werde diesen Anschuldigungen sofort nachgehen. Die Zeit dafür ist längst vorbei. Wir müssen sehr gründlich sein. Sonst sind wir nicht besser als unser Feind. Don't touch me. Ich mag das Schweigen nicht. Von den politischen Konsequenzen. Entscheidest du dich, Lee das Leben zu schenken, so werde ich es ihm nehmen. Genieße deinen Sieg, Commander. Es ist der letzte, den ich dir gebe. Aha. You go, girl. Kein rotes Six, Baby. Oh, yeah. Zeitungen habe ich keinen Bock zu lesen. Dankeschön. Sequenz 10 beendet. See, I see. Steht ihr noch lange so rum, oder? Ich will mich ja nicht beschweren. No. Es ist was passiert, Desmond. Abstergo hat deinen Dad. Wo? Der Idiot! Da, wo sie auch dich festhielten. Worauf wartet ihr noch? Los! Da ist noch mehr. Hallo nochmal, Mr. Miles. Ich hoffe, Sie sind gut gelaunt oder so gut wie möglich, den Umständen entsprechend. Es scheint, wir haben beide etwas, was der andere will. Ich schlage einen Tausch vor. Bringen Sie mir den Apfel und Ihr Vater wird unbeschadet zurückkehren. Okay, leb wohl, Dad. Lehnen Sie dies ab, kehrt er auch zurück, aber sicherlich nicht ganz so unbeschadet. Ich vermute, Sie möchten diese Möglichkeit doch lieber vermeiden. Ja, das war's wohl mit Papi. Ich wusste immer, dass es dazu kommt. Nur nicht so bald. Ich frag mich, ob Abstergo überhaupt weiß, was passieren wird. War das schon immer Teil ihres Plans? Wollen sie das Ende der Welt? Zuschauen, wie alles verbrennt? Dann hätten sie ihre neue Welt. Reif für einen Neuanfang. Wir sprachen von einer weiteren Energiequelle. Ihn dazulassen. Das wäre in seinem Sinn, unsere Mission zu beenden. Aber ich kann nicht. Es ist schwer genug zu töten, aber jemand sterben lassen? Wenn man weiß, dass man es verhindern kann? Keine Chance. Vielleicht riskiere ich mein Leben, all unsere Leben, um ein Arschloch zu retten. Aber was soll ich sonst tun? I don't know. Das Arschloch ist mein Dad.
bin ganz unauffällig zwischen euch. Die wissen Bescheid. Schütteln. Das war eine schlechte Idee. Ich finde das eine ganz hervorragende Idee. Und dann wollen wir auch mal hier in Ruhe loslegen. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss.